Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Seven Deadly Sins Grand Cross Video von mir und ihr wisst, ich bin erst seit kurzem wieder hier zurück, was YouTube-Content über das Game angeht und werde direkt enttäuscht von Netmarble und ich weiß wirklich nicht, was hier los ist, aber wir erhalten ja wie Standard oder wie gewohnt jeden Montag hier unsere Update-Notices, von daher wissen wir, was für News kommen bzw. was uns morgen mit dem Patch erwarten wird und was uns morgen mit dem Patch erwarten wird, ist halt einfach mal gar nichts. Ja, man mag es kaum glauben, aber Update am 18.05. wird uns einfach gar nichts bringen. Es ist unglaublich. Wir schauen einmal drauf. Update-Preview auf das neue Event. ReZero Collab Update Available. Und das Update ist, dass wir eine 100% Deathmage-Rate haben, also kein Content. Aber ganz entspannt für Free-to-Play-Spieler nimmt man immer dankend an. Und Daily-Event-Mission nimmt man auf jeden Fall auch immer dankend an. Das auf jeden Fall. Als auch, dass wir hier ein neues Battle-Event kriegen, was ja was Kleines ist. Und zwei System-Fixes. Und das war's einfach mal komplett für ein gesamtes Update für eine Woche und das, wo sich Netmarble über das letzte Jahr gesagt hat, wir rushen den Content hier, als hätten wir nur ein Jahr zum Leben und müssen unbedingt JP einholen in diesem Jahr, und nachdem sie gesagt haben, wir rushen das zu Tode, bringen sie jetzt gar nichts? Nichts? Gar nichts? Null Content? Nada niente? Ich bin wirklich verwirrt, was jetzt deren Ziel ist. Wollen sie jetzt JP einholen? Wollen sie jetzt JP nicht einholen? Ich weiß nicht, ob das der Einfluss von Seaton ist oder sonst was, aber am Ende des Tages sind sie jetzt vielleicht an einem Status angekommen, dass sie sich sagen, der Abstand zu JP ist so okay, dass wir immer ungefähr einen Monat voraus, zwei, drei Wochen voraus zu JP sehen, was für Content kommt und global dann halt nach zwei bis vier Wochen nachzieht, für Collaboration Units mal direkt nachzieht und dann wieder für andere Units vier Wochen später nachzieht, dass das halt so deren 0 bis 4 Wochen Rhythmus ist, um das Abstand zu JP zu halten. Vielleicht sind sie da angekommen, wo sie ankommen wollten. Ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass der Abstand so gering ist, dass donnerstags das Update in JP kommt und den Dienstag danach auf global. Ich hätte mir nicht erdenken oder erträumen können, dass Dienstag zuerst die Sachen auf global kommen. Von daher, 5 Tage Unterschied ist das, was ich mir gewünscht hätte. Aber hey, ich bin zufrieden, wenn wir final wissen, dass das der Abstand ist, den wir halten. Dann juckt es mich nicht, dass jetzt hier gar nichts kommt. Dann wissen wir wenigstens in Zukunft, okay, JP hatte Unit XY vor 4 Wochen. Jetzt kommt das bei uns. Jetzt hatte JP die Unit vor 4 Wochen. Jetzt kommt das bei uns. Oh, neue Collab-Announcement. Zack, kommt gleichzeitig. Wenn man wenigstens so ungefähr damit rechnen kann, bin ich happy. Aber am Ende des Tages verstehe ich nicht. Oh, ich bin so ein Depp. Warum sie den Content so schnell gerusht haben. Ich hole mir jetzt ein Tuch, wünsche euch noch viel Spaß. Das war's von mir, euer Sonius94.